Super schönen guten Tag, liebe Leute. Da sind wir wieder beim Anime Duell Deckbau. Und jetzt kommt der letzte Charakter von Yu-Gi-Oh! 5Ds, der nicht aus Yu-Gi-Oh! 5Ds ist, den wir aber nach hinten verschoben haben, weil wir geglaubt haben, dass er eventuell noch zu stark ist. Deswegen machen wir ihn jetzt. Und zwar Jim Crocodile Cook aus Yu-Gi-Oh! GX mit seinem Fossil-Deck-Thema, was vor ein paar Jahren endlich im TCG auch rauskam, was wundervoll ist. Und für die, die das Deckthema nicht kennen, es basiert im Endeffekt einfach nur darauf, man hat ein paar Felsmonster und die wichtigste Karte aus 6 ist halt die fossile Fusion. Das ist quasi eine Superpoli für den Friedhof, aber für halt alle Friedhöfe. Und das ist keine Quick Play, also es ist schon ein bisschen anders. Also man kann quasi jedes beliebige Fossil-Fusion-Monster vom Extra-Deck holen, indem man irgendwelche Monster aus Friedhöfen verbannt, vom eigenen oder vom gegnerischen. Und das Monster kann dann nicht mehr mit Monster-Effekten getargetet werden. Und wenn irgendeines unserer Fossil-Monster zerstört wird, können wir diese Karte wieder auf die Hand nehmen. Das heißt, wenn wir sie einmal aktivieren, behalten wir sie in der Regel auch, wenn sie nicht durch irgendwas verbannt wird. Und wir haben hier eine schöne große Auswahl an fossile Fusion-Karten, die wir holen können. Was ziemlich nice ist, aber da kommen wir gleich zu. Die Sache ist, wir mussten ein paar Karten adden. Weil, er hat vier Monster, die er halt normal beschwören kann. Und halt das da und, man kann auf jeden Fall was machen. Wir haben auch tolle Karten, Beruf der Gejagten und Sakuretsu-Rüstung und so. Aber ich sag's mal so, wenn wir die fossile Fusion nicht bekommen, ist das Deck relativ meh. Wir wollten aber auch nicht zu viele Searcher für die fossile Fusion spielen, weil sie halt wirklich sehr, sehr gut ist, gerade auch für dieses Format. Weil man halt auch gegnerische Monster im Friedhof fusionieren kann. Und deswegen haben wir das Deck so gebaut. Ach ja, die Anime-Karten sind alle nicht wirklich relevant, dass wir die irgendwie brauchen. Und hier ist ein Fossil-Monster, was Fossil-Namen hat, deswegen spielen wir es. Hey! Und hier ist das fertige Deck von Jim Crocodile Cook und wir schauen uns das jetzt mal genauer an. Fossile Fusion habe ich ja schon erklärt und wir haben zwei Möglichkeiten, die Fossile Fusion auf die Hand zu bekommen. Ich glaube sogar noch mehr, muss gerade gucken. Als erstes, die wichtigste, haben wir den Witterungssoldaten. Wenn der hier zerstört wird, entweder durch Kampf oder einen Karteneffekt, können wir eine fossile Fusion oder eine Karte, die die listet, vom Deck auf die Hand nehmen. Was ziemlich gut ist. Aber einmal pro Spielzug während der Endphase verliert er 600 Angriffspunkte. Das heißt, er hat dann nur noch 1,4, aber wichtig ist halt, dass er irgendwie zerstört wird. Also wichtig, wenn der auf den Friedhof gelegt wird, oder durch einen Karteneffekt halt auf dem Friedhof. Das heißt, wir können ihn auch selber mähen. Es gibt auch noch so eine Feinkarte, die sagt irgendwie, lege ein Gesteinmonster von deinem Deck auf den Friedhof, macht dem Gegner 500 Schaden. Könnten wir spielen, klar. Aber wie gesagt, wir wollen nicht zu viele Searcher spielen, weil das ja auch schon eine starke Karte ist. Dann, wie kriegen wir den auf den Friedhof? Ganz einfach. Wir haben hier Miracle Rupture. Damit können wir eine Stufe 4 oder niedriger Gesteinmonster vom Deck auf den Friedhof legen. Zum Beispiel den hier, dann können wir eine fossile Fusion suchen. Und wenn fossile Fusion bereits in unserem Friedhof ist, dann dürfen wir eine Karte ziehen. Auch ganz nett. Wichtig ist aber, dass das Wichtigste ist halt, dass wir ihn weghauen. Somit haben wir auch gleich Material, um eins von den beiden hier zu beschwören irgendwie. Und ansonsten haben wir noch den Shell Knight. Konnte der auch irgendwas? Ne, ich glaube, der konnte nichts. Irgendeine Möglichkeit hatten wir noch. Ich bin gerade nicht sicher. Was ist noch der Shell Knight? Ich guck mal ganz kurz. Genau, der hat den Effekt, wenn er normal beschworen wird, wird er erstmal in Def gedreht, hat also Instant 2000 Def, was gut ist. Und dann bekommt der Gegner 500 Schaden. Ist halt so ein Anime-Effekt, kennt man ja, ne? Genau, und wenn er zerstört wird durch Kampf- oder Karteneffekt, dürfen wir uns ein Level 8 oder höher, ein Level 8 Erde, ich will mal Erde sagen, ein Level 8 Gesteinmonster vom Deck auf die Hand nehmen. Oder wenn fossile Fusion im Friedhof ist, können wir die Karte sofort specialen. Und wir haben nur ein Level 8 Monster und das ist diese Karte hier. Was ganz nett ist. Das heißt, wir sollten die fossile Fusion nicht immer sofort zurückholen, weil sie halt auch gewisse Effekte hat, wie mit dem und mit dem. Genau, und für den Rest des Spielzugs können wir keine Karten aktivieren oder Effekte mit demselben Namen wie diese Karte. Also wir können den seinen Effekt dann nicht aktivieren, aber okay. Dann haben wir den erzürnten Muka Muka haben wir geaddet aus folgendem Grund. Und zwar, die meisten Fusion-Monster haben jeder ein Gegenstück. Der hier braucht ein Gesteinmonster im eigenen Friedhof und ein Level 4 Monster. Der braucht ein Gesteinmonster und ein Level 4 Monster. Dementsprechend
Der hier ist für den eigenen Friedhof, der ist generell. Und dann gibt es noch den hier, ein Gesteinmonster und ein Level 4 oder niedriger Monster im gegnerischen Friedhof. Dann haben wir den hier, ein Gesteinmonster im eigenen Friedhof und ein Level 5 oder 6 Monster. Und ein Gesteinmonster und generell Level 5 oder 6 Monster. Hier haben wir Gestein und Level 7 oder höher. Und auch im eigenen Friedhof und hier Gesteinmonster und ein Level 7 oder höher Monster und ein Gesteinmonster und Level 7 oder höher Monster im gegnerischen Friedhof. Also wir haben eine Menge Kombinationen und wir können auch alle selber beschwören, außer die, die halt im gegnerischen Friedhof angewiesen sind. Da brauchen wir natürlich die gegnerischen, außer den hier. Also generell die beiden hier, weil wir haben keine Level 5 oder 6 Monster und deswegen dachten wir uns, hey, wir adden einfach eins, und zwar, wir haben uns alle Level 5 oder 6 Gesteinsmonster angeschaut und wir dachten, der Zunte Mukamuka passt am besten, weil es ein Gestein und der ist witzig und ja, der bekommt 400 Angriffspunkte und Verteidigungspunkte für jede Karte in unserer Hand. Wer weiß, vielleicht wird das ja mal ganz witzig, ne? Genau, ja. Haben wir noch den Gaia Plate, the Earth Giant, das ist unser Level 8 Monster, was wir uns mit dem Shell Knight suchen können und streng genommen dann sogar specialen können. Ansonsten können wir ihn specialen, indem wir zwei Gesteinsmonster in unserem Friedhof verbannen, was nicht so geil ist, weil wir die ja meistens eher für eine Fusionsbeschwörung nutzen wollen. Aber ja, das ist das, was uns das Deck zur Verfügung stellt. Und in jeder unserer Standby-Phasen müssen wir auch noch ein Gesteinsmonster im Friedhof verbannen oder die Karte kommt wieder auf den Friedhof. Aber jedes Monster, was mit ihr kämpft, verliert die Hälfte der ATK und Death. Das heißt, er rennt effektiv über alles rüber. Da müssen wir uns also genau überlegen, wann wir den beschwören wollen. Genau, dann haben wir den Fossil-Tasker. Den aber geändert, weil es halt ein Monster mit Fossil im Namen ist, logischerweise. Und wenn die Karte ein gegnerisches Monster durch Kampf zerstört, dann bekommt der Gegner 400 Schaden. Ist halt eigentlich nicht der Rede wert. Coole Sache ist, wir haben den Fossil deiner Pachycephalo heute gesehen, ab und zu mal in Anti-Meta-Decks. Wenn die geflippt wird, werden alle spezialbeschworenen Monster auf dem Feld zerstört und kein Spieler kann spezialbeschwören. Also ist schon ziemlich anti. Und wenn wir ihn beschützen können mit Sakuretsu-Rüstung oder Call of the Haunted wieder zurückholen, könnte der ganz nett sein. Ist auf jeden Fall ganz witzig. Dann haben wir Flintcrager. Flintcrager ist echt hart scheiße. Pass auf, die sagt erstmal, wenn sie spezial beschworen wird, können wir eine Karte abwerfen und wenn wir das machen, senden wir eine fossile Fusion Monster vom Extra-Deck auf den Friedhof und ja, ich weiß nicht genau, wie wir ihn spezial beschwören wollen, außer mit Call of the Haunted, weil hiermit können wir ihn nicht holen und ich glaube, sonst haben wir keine Möglichkeit außer Call of the Haunted, deswegen, ja, der erste Effekt wird wahrscheinlich eher seltener passieren, aber so können wir theoretisch Monster in den Friedhof bekommen. Und wir können diese Karte vom Feld auf den Friedhof legen, um den Gegner 500 Schaden zu machen. Und wenn dann fossile Fusion in unserem Friedhof ist, können wir eins unserer verbannten Karten, die fossile Fusion im Namen hat, in den Friedhof mischen. Es ist im Endeffekt eine ganze Menge Text für echt eigentlich nichts. Meistens wird der Effekt nicht durchkommen und es ist halt echt hart scheiße. Aber ja, das ist unser Leben leider. Dann haben wir jetzt Spezimen-Inspektion, die kann ganz nett sein, damit können wir eine fossile Fusion in unserer Hand vorzeigen und ein Monster von unserer Hand noch weglegen und dann können wir einen Typ und ein Level deklarieren, dann können wir in das gegnerische Deck und die gegnerische Hand angucken und ein Monster mit diesem Typen halt weghauen. Klar, man macht erstmal minus 2, damit der Gegner eine Karte mildt, aber wenn wir wissen, gegen wen wir spielen, zum Beispiel, ja, dunkler Magier, wir spielen gegen Yugi, dann, können wir sagen, hey, Level 7, Hexer, dann schmeißen wir seinen dunkler Magier weg, können dabei noch seine Hand angucken, was ganz nett ist, und dann können wir den dann fusionieren zu den hier. Ein Walk-Monster in New Graveyard und Level 7 oder Higher Monster. Was dann, denke ich, auch ganz nett ist. Ja, hoffentlich. Genau, dann haben wir einmal den Pot of Avarice, haben wir in diesem Format auf 1. Ist wahrscheinlich gar nicht mal so gut, dass wir ihn haben, aber wir haben halt nicht so viel Auswahl, deswegen, ja, wir werden 5 Monster in unserem Friedhof, packen sie wieder ins Deck und ziehen 2 Karten. Ist wahrscheinlich nicht so gut, aber ist okay. Dann haben wir Timestream. Timestream ist ganz cool, damit können wir ein fossile Fusionsmonster von uns wählen, es tributieren. Und ein Monster, ein fossile Fusionsmonster, was 2 Level höher ist, als das Monster quasi holen und fusionsbeschwören. Also wir haben quasi den hier auf dem Feld, einen Level 6er, schmeißen den weg und packen dann einen von den Level 8ern stattdessen raus. Also ganz nett, ist halt quasi, wie heißt die Rangsteigerungszauber für Fusion?
Und in der Main Phase können wir außer dem Spielzug, wo sie auf den Friedhof gelegt wurde, können wir die Karte verbannen und ein Fossil-Fusionsmonster in unserem Friedhof wieder zurückholen. Das heißt, den wir als Tribut angeboten haben, können wir dann wiederholen. Also im Endeffekt ist das sehr, 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 sehr nice. Dreimal Sakuretsu-Rüstung, logischerweise. Mein Gegner greift an, gegnerisches Monster wird zerstört. Und Call of the Haunted, womit wir ein Monster vom Friedhof zurückholen können. Wisst ihr was? Ich habe mich gerade spontan umentschieden, sorry Paul. Aber wir brauchen doch mehr Möglichkeiten, Fossil-Fusion aus dem Deck zu holen. Wir haben gerade nur 6 Stück und ohne die Fossil-Fusion macht das Deck halt einfach nichts. Deswegen werden wir 2 Erzürnte Mukamukas rausschmeißen und einen Topf of Everest, weil der Topf of Pot of Everest uns eh nichts bringt. Im Endeffekt, weil wir die Monster im Friedhof hier haben wollen, deswegen spielen wir noch 3-mal Rock Bombardement, die Karte, die ich gemeint habe. Womit wir ein Gesteinmonster vom Deck auf den Friedhof legen können, um die Gegner 500 Schaden zu machen. Und damit wählen wir dann natürlich den Weathering Soldier aus, womit wir uns dann eine Fossilfusion suchen können. Dementsprechend spielen wir dann 9-mal Fossilfusion und ich denke, das ist fein. Könnt noch törichtes Begräbnis spielen, aber man will jetzt ja auch nicht Overkill machen. Und der Mukamuka ist ja eh nur dazu da, damit wir die Karten hier theoretisch beschwören können. Ne? Apropos, wir kommen natürlich noch zu den Fusionen. Im Endeffekt, es sind zwar super viele, aber deren Effekte sind sich sehr ähnlich tatsächlich. Also sehr viele haben einfach nur sowas wie, oh, mehrfach angreifen oder Piercing Damage. Aber wir gehen da mal im Schnelldurchlauf durch. Im Endeffekt haben die alle natürlich den Effekt, dass sie nicht durch Monster-Effekte getargetet werden können, wegen der fossilen Fusion, was schon mal sehr, sehr nice ist. Genau, wenn diese Karte ein gegnerisches Monster durch Kampf zerstört, bekommt der Gegner Schaden. Und wir können diese Karte im Friedhof verbannen, um ein Monster von unserem Deck der Hand hinzuzufügen, was fossile Fusion im Namen hat. Also den da oder den da. Ist also ganz nett. Dann haben wir den hier. Der Warrior Skullbone, der kann 2 Angriffe gegen Monster durchführen und wir können ihn ebenfalls verbannen vom Friedhof und einen Timestream von Deck auf die Hand zu nehmen. Die spielen wir 3-mal, weil der ist halt ein sehr wichtiger Searcher, den halt 2-mal und den hier werden wir seltener beschwören, weil wir dafür ein gegnerisches Monster Stufe 4 oder niedriger im gegnerischen Friedhof brauchen. Der kann, hat Piercing Damage und wir können ihn verbannen, um eine Fossil Fusion vom Deck auf die Hand zu nehmen. Das heißt, sobald wir einmal ein Fusionsmonster draußen haben, kann sie sich ja eh mal wieder zurück recyceln, aber trotzdem. Dann haben wir den Skull Wagon, der kann ebenfalls 2 Angriffe in jeder Battleface durchführen und wenn er ein gegnerisches Monster zerstört, bekommt der Gegner 800 Schaden und wir können diese Karte vom Friedhof verbannen, um eine Spell Trap auf dem Feld zu zerstören. Der Warrior Skull Knight hat wieder Piercing Damage und wenn er ein Monster zerstört, können wir ihn entweder nochmal, dann kann er nochmal angreifen. Und wir können diese Karte vom Friedhof verbannen, um ein Monster auf dem Feld zu wählen und zu zerstören. Also der hat die Spell Trap, der hat das Monster. Also ja, alle können sich halt vom Friedhof verbannen. Ob wir das immer wollen, ist eine andere Sache, weil wir sie ja theoretisch auch wieder fusionieren können vom Friedhof. Dann haben wir Skull Convoy. Die sagt ebenfalls, wie war das? All Monsters your opponent controls lose attack equal to their death. Genau, das heißt, wenn der da auf unserer Gegnerseite jetzt wäre, würde das gegnerische Monster 1800 ATK verlieren, was nett ist. Sie kann 3 Angriffe gegen Monster durchführen und wenn sie ein Monster durch Kampf zerstört, bekommt der Gegner 1000 Schaden. Vor guter Letzt haben wir den Warrior Skull King, kann ebenfalls 2 Angriffe während der Battlefest durchführen, hat Piercing Damage und im gegnerischen Zug können wir als Schnelleffekt ein Monster im gegnerischen Friedtrophäen eine Karte abwerfen und das Monster bei uns specialen. So ein quasi kleine Wiedergeburt. Was sehr, sehr nice ist. Und unser Mega-Boss-Monster, Fossil Dragon Skalgios, der sagt, bevor der Schadensberechnung, wenn sie angreift, können wir die gegnerischen ATK und Death switchen, womit wir eigentlich über fast alles rüberkommen, da der auch noch 3500 Angriffspunkte hat. Was sehr, sehr cool ist. Ebenfalls hat der Piercing Damage und wenn sie ein gegnerisches Monster zerstört, wird jeder Kampfschaden auch noch verdoppelt. Das heißt, das ist ein wirkliches OTK-Biest. Also nicht OTK, ja, es ist halt ein Killer-Beast, ne? Ja, also ich denke, es ist in Ordnung, dass wir quasi 9 fossile Fusionen spielen, weil ihr seht selber, das Deck macht ohne die fossile Fusion halt nichts, weil unser stärkstes Monster ansonsten ist 1,8. Klar, wir können den Mukamuka aufboosten, aber wow. Und der hier benötigt halt einiges an Setup, weil wir dafür Karten verbannen müssen vom Friedhof, die wir eigentlich fusionieren wollen. Und da muss er auch noch auf dem Feld was verbannen, also wenn er auf dem Feld bleiben will, was vom Friedhof verbannen, weil er sonst auch wieder geht. Deswegen, ich denke, es ist okay, dass wir 3-mal Rockbombardement haben. Save das Ganze nochmal. Und das ist das Deck von Jim Crocodile
Guck. Als nächstes geht es dann weiter mit Yu-Gi-Oh! Sechsel-Charakteren. Wir haben schon... vier oder fünf Decks gebaut. Also, wir sind da schon gut dabei. Und diese werden auch ziemlich cool. Vor allem auf das Deck von Shark bin ich sehr gespannt. Das wird ja ebenfalls in zwei geteilt. Einmal, wo er normal ist und einmal, wo er ein Barianer ist. Shot Yu-Gi-Oh! 6 kann ich sehr empfehlen. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal bei einem Anime-Duell-Deckbau oder bei einem Anime-Duell. Bis dahin, ciao.